Schätz mal, wie lange du noch brauchst. 5 Stunden. Nee, ich mein's ernst, Tobi. Ist jetzt kein Witz. Nicht mal allzu lange. Ach, Tobi. Wir können doch den Ofen unendlich grillen lassen hier. Ja, kann man. Soll ich machen? Aber nein. Erstmal nicht. Ja, okay. Das ist voll geil. Weil wofür sollten wir dann die ganze Kohle verschwenden? Keine Ahnung, aber wenn wir genug Lava haben, dann ist das doch richtig nice. Dann haben wir hier auch noch eine Beleuchtung, so eine kleine. Also das wird dann so nach einer Heizung aussehen. Weißt du, so wie so eine alte Heizung. Weißt du, was ich mache? Ich ernte die Felder ab. Genau, stimmt, die muss ich auch noch umbauen. Na, das machen wir zusammen. Willst du die elektronisch machen? Keine Ahnung, wie. Nein. Was willst du denn mit denen machen? Ach so, du willst sie ja vernünftig bauen. Du willst sie verbessern, ne? Gib mich so eine Hauer. Tobi, du hattest so viele Stickies, gibst du mir mal einen davon, zwei davon. Ja, das reicht. Danke. Was suche ich eigentlich? Keine Ahnung. Ja, genau, das suche ich, oder? Boah, Junge, ich will da oben hoch. So, Felder lies. Oder. Komm, klatschen. Was du in der Zeit auch noch machen kannst, ist Kisten sortieren, wenn du Bock hast. Ja, ganz bestimmt. Ja, kann nicht mal anfangen. Ja, ganz bestimmt. Ja, ist eigentlich ja ganz praktisch, wenn wir die sortiert hätten. Alter. Oh, wir haben sogar schon 4 Schaltplatten. Ich weiß. Geil. Ich brauche noch einen. Und weg. Dann brauche ich jetzt. Aber Kakaobohnen ernte ich nicht ab. Die regen mich nämlich auf. So, ich beobachte dich dann mal. Oh, da ist ein kleiner Torben. Süß. Ich baue gerade Vegetarien-Food ab. Was? Oh, scheiße. Die Möhre war noch nicht ausgewachsen. Ich habe ihr noch so junges Leben vernichtet. Alter, ich will die... Alter, jetzt fresse ich die Möhre einfach selbst. Und das stört mich diese ganze Zeit, die Bewegung zum Mund. Aber voll nice mit den 2 Dörfern, da haben wir dann Karotten und Kartoffeln bekommen, sonst hätten wir die nur durch so Villager-Zombies oder so mit so einem richtig raren Drop gekriegt. Wenn überhaupt. Wir können auch mal hier unsere Melonen und Kürbisse anbauen, wenn wir mal Bock haben. Ah ja, irgendwann mal. Ja. Ach komm, beeil dich. Alter, die Kartoffeln. Ach, dafür bräuchte ich dafür. Kartoffeln sind alle ausgewachsen, sehr gut. Theoretisch könnten wir die Kartoffeln ja mit Glücksspitzhacke und so abbauen. Aber ist Verschwendung. Ah nee, die ging ja so. Oh. Ne, Tobi? Oh, Spaß. Die mit Glücksspitzhacke. Das bringt doch nichts, oder? Doch, ich glaube schon. Müsste ich mal im Singleplayer ausprobieren. Ja.
komm, jetzt wäre es heute. Ach ja, genau das. Nein. Aber Tobi, das ist doch einfach nur, ist doch eigentlich eine voll sinnvolle Idee mit der Lava im Ofen. Ja, kann man hinterher. Vor allem, wenn wir jetzt hier die ganzen Stacks Kartoffeln braten lassen. Ich wüsste, wo man das viel. Ja. Und ich meine, wir haben so viele Lavaseen. Ach, scheiße, unterirdisch. Mein Gott, ich bin so blind. Wir haben so viele Lavaseen unterirdisch hier. Wozu willst du Lava sonst brauchen? Jetzt mal ganz im Ernst, du brauchst du sonst gar nicht. Keine Ahnung. Aber stimmt, das wäre eine relativ gute Idee sogar. Vor allem, wenn man so mal so 3-4 Stacks braten muss oder so, dann braucht man nicht so viel Kohle verschwenden. Sondern kann unseren heißen Freund benutzen. Ist das irgendwie schneller geworden, dass so Farmland wieder zur Erde wird? Nee, das liegt daran, weil die Felder nicht richtig sind. Ach so. So, dann werde ich da mal gleich die Idee anwenden mit den Lava-Eimern. Ja, genau, und ich da bringe ich jetzt. Weizen habe ich jetzt keinen Bock abzuernten, ist aber auch erstmal unnötig. Wenn wir Kartoffeln so und Möhren haben. Nein. I'll make some cake, Tobi. Mein Gott, ich bin so vergesslich. Mit eisenhaltigen Eimer. So. Na, machst du jetzt wohl, was ich sage? Hast du jetzt schon Lava im Ofen? Nein. Nee, lass Torben, bitte. Lass einfach. Darf ich da welche? Mach das bitte mit Kohle. Oh, ich habe 2 giftige Kartoffeln. Darf ich die essen? Ja, da hast du. Geht grad nicht, ich hab volle Hungerleiste. Muss ich ein bisschen rennen. Rennen. Nein, mach's nicht. Darf ich die mit Lava braten? Wo ist die Lava hin? Da ist die Lava. Darf ich? Nein, warte. Ja, okay. Ah nee, stimmt gar nicht, Tobi. Erst in der erst wenn wir die Öfen in der Küche stehen haben, dann machen wir mit Lava. Tobi. Hallo, du. Ja. Erst wenn wir die Öfen in der Küche stehen haben, dann mit Lava. Ja, ich hab nicht zugehört. Ja, ja, weil sonst geht die Lava ja weg. Hä? Nein, erst wenn wir die Öfen in der Küche stehen haben, so wie sie endgültig stehen sollen, dann mit Lava, dann erst Lava rein. So. Ja, ja, ist ja logisch. Ja, ja. Deswegen hat sich das ja erledigt. Kann man eigentlich auch die giftigen Kartoffeln braten und dann irgendwie wieder ungiftig machen? Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt... Sag mir mal bitte dein Lieblings-Item. Ach so, ein Diamant... Diamantblock. Ja, komm, tu den Rahmen. Los. Moment, Idee. Ja, ich kenne dein Lieblings-Item. Was? Was? Was hast du da rausgenommen? Ich will's wissen. Hä? Mein Lieblings-Item. Was ist mein Lieblings-Item? Ich will da mein verzaubertes Tier-Schwert reintun. Boah, ich will jetzt gucken. Mann, oh. Achso, jetzt hab ich mich vertan. Ach Tobi, jetzt reicht aber, okay. Hä? Ist es Nee, Moment, warte. Jetzt fühle ich mich gerade voll verarscht. Holzspitzhacke AD. Hä? Bin ich irgendwie total dämlich? Wo, was ist los, Tobi? Nichts, ist egal. Ich kann dir auch mündlich bei Rat stehen. Was kann man aus den giftigen Kartoffeln machen? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Oh ja. Ofenkartoffeln sind mir sympathischer.
Bam, bam, bam. Aua. Ach ja, wir haben ja auch so viele Schienen aus der Mine. Da könnten wir eine Schienenkiste machen. Ach ja, weiß nicht. Ich sortiere mal die Kisten, ne? Hier hinten ist die Minenkiste, also Rohstoff, Öl-Rohstoffkiste. Redstone, 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 Redstone. Lapis, Eisen, Lapis. Ja, ja, das wird gleich noch besser. Das wird gleich noch besser sortiert. Jetzt tickt nicht aus. Oh mein Gott! Du hast es da einfach alles wieder reingeworfen. Du hast es da alles wieder reingeworfen, ey. Spinnst du? Nee. Tobi, das darf ich nicht so akzeptieren. Das darf ich nicht so stehen lassen. Was macht denn der Lapis hier unten? Der soll gefälligst nach da. Und komm, das wird. Ich mach das. So, ich gehe. Ich bin mal richtig verschwenderisch hier mit unserem Zimmer, ne? Meinst du jetzt vom Platz her oder vom Itemverbrauch? Itemverbrauch. OMG, was hast du vor? Wirst du sehen. LOL. Was suchst du? Suchst du irgendwelche Minenrohstoffe, Höhlenrohstoffe? Hab alles, danke. Hier, die kriegst du. Ich glaube, ich weiß. Kannst anziehen. Was denn? Boah, Lederhose. Woher hast du die? Gecraftet. Warum? Keine Ahnung, ich hatte ursprünglich was anderes vor. Was leider nicht geklappt hat. So, jetzt bin ich richtig verschwenderisch. Du hast der Redstone rausgenommen. Scheiße, das wird nicht reichen. Hallo, du kannst so viel Redstone da rausnehmen, wie du willst, Mann. Redstone darfst du zugreifen. Okay, jetzt muss ich leider mal ein bisschen rumprobieren. Mann, scheiße. Ah! Alter Tobi, mach's doch nicht so spannend, bitte. Ich möchte doch. Mach ich das dir doch zu spannend? Ja, ich möchte doch einfach nur gucken. Eigentlich nachgucken wollte ist. Nein, leider nicht. Schade. So. Jetzt sieht's doch schon viel besser aus. Tobi, ich habe ein Geschenk für dich. Wenn die Zimmer fertig sind. Oh, das ist echt lieb. Ja, weil du, also ich meine, das ist jetzt schon mehr als nur eine Minecraft-Spielpartnerschaft geworden. Oh, ich tu mir jetzt schon leid. Nein, jetzt mach doch mal auf, Tobi. Ja, noch nicht, ich bin ja noch nicht fertig. Dann sag mal ungefähr, wann du fertig bist. Dauert überhaupt nicht mehr lange. Ach Junge, Tobi, ich möchte doch so gerne gucken. Verstehst du das denn nicht? Oh, Ofenkartoffeln sind fertig. Das soll ja auch gut aussehen, oder? Nee. Ja, guck, dann brauche ich ein bisschen Zeit. Ja, aber dann darfst du mich doch einmal gucken lassen, oder? Nein. Finde ich voll fies. Ich mache hier oben jetzt nämlich die komplette Etage. Alter, nee, Tobi. Nee. Das war ein Witz, mein Gott. Gut. Sonst baue ich hier Obsidian hin und nehme die beiden Spitzhacken weg. Dann kommst du hier nicht hoch. Na, das stimmt. Doch. Ich kann doch einfach hier irgendwo um mich hochbauen. Dann baue ich hier die komplette Etage mit Obsidian ein. Irgendeinen Weg werde ich schon finden. Aber ich kann doch nicht da oben durchs Fenster gucken, das ist voll unfair. Mann, ich kann doch nicht so, wenn ich springe, da oben durchs Fenster gucken. Komm, dann machst du auch nicht. Das funktioniert aber gar nicht. Jetzt muss ich dich leider kaputt hauen. Ja, ich guck mal, wenn ich hochspringe. Ich schlag dich den kompletten Berg runter, ne? Oh Gott. Ah, ich sehe da leider nichts. Aua. Das hat weh. Ich habe ja genug Schneebälle und so hier im Haus. Ja, hab ich auch.
Ich use sie aber nicht, weil die könnten